Mein Vater ist fehlt, der über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder? Menschen? Prinz? Sag du mir zuvor, gibt's außer diesen Bergen auch noch Länder und Menschen? Viele Tausende. Da ließ sich eine Spekulation mit meinen Völkern machen. Ich fange für die Stellen für meine Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel. Dafür hat ich Speise und Trank von ihr. Sternflammende Königin, du schaust so glücklich, dir diese Gürtel dann nachzusehen. Sehen? Die Sterne von einer Königin sehen? Welche Sterbliche kann sich rühmen, sie gesehen zu haben? Warum siehst du so verdächtig und schelmisch nach mir? Also warst du wohl bei meiner Rette, der diese giftige Schlange bekämpfte? Schlange? Wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffe. Braucht keiner. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffe. Hast du sie uns so erdrosselt? Erdrosselt! Papageno! Wer sind diese Damen? Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zucker und süße Feigen bringen. Papageno! Auf hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Der Fisch schickt dir unsere Fürsten heute zum ersten Mal statt Wein nur reines, klares Wasser. Und statt Zuckerbrot diesen Stein. Im Stadt des süßen Feigen, des Bewohner Schlossport den Hund zu schlagen. Damit du künftig nie mehr Fremde willst. Sag an, hast du diese Schlange bekämpft? Hier waren die Jüngling, die dich betreten. Ihr habt es in Bade schickt den größten Fürsten. Es ist das Bildes Eker Kraft. Findest du, sagte sie, dass diese Züge im Licht der Kultik sind, dann ist